Hätte ich auch nicht anders erwartet, aber okay. Um jetzt einfach mein Thema jetzt weiter zu beenden, was ich ja in der letzten Folge angesprochen habe, mache ich jetzt einfach mal ein Versus-Rennen mit 4 Rennen, ja, können wir so machen. Ja, Bowser. Tut mir leid, aber, tja, es kotzt mich mittlerweile an mit DCs, aber nun jetzt. Deswegen wird auch in der nächsten Folge auch der, ich glaube, ich werde mit einem Retro-Cup mal anfangen. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Super. Ja, weiter zum Thema. Also nochmal zu den geplanten, oder nochmal generell, was ich sagen wollte, ja. Also ich gehe mit meinem Let's Play sehr geplant rüber und, ja, organisiert sein, aber so mit den Thumbnails. Da überlege ich mir auch so genau, wie ich es in der mache, zum Beispiel, was auch gut passt. Also zum Beispiel bei MKW habe ich jetzt so ein Standard-Thumbnail gemacht, weil es ja einer meiner ersten war und ich dachte mir, okay, komm, aus Tradition könnt es mal lassen. Also zum Beispiel bei Super Mario 3D World, so setze ich mir auch mal Arbeit, mache verschiedene Thumbnails und ja, ist eigentlich auch ganz gut. Und ich bin am Ende auch immer mit meinem Resultat zufrieden, weil für mich ist erst ein Thumbnail perfekt, wenn es zufrieden ist, wenn ich damit zufrieden bin. Weil dann arbeite ich so lang, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt sehr unzufrieden bin, ne, dann könnte ich sein, wenn ich jetzt einmal umarbeite, ja. Standardmäßig brauche ich ein Thumbnail vielleicht eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde vielleicht, wenn ich ganz gut hinkriege. Änderungen, ja, okay, 5 Minuten mehr. Und dann könnte es auch sein, dass ich eine halbe Stunde an ein Thumbnail dran setze. Das ist schon teilweise heftig, aber die Arbeit mache ich auch gerne. Also es macht mir eigentlich auch Spaß, so Thumbnail. Das sind alle so Dinge, die machen mir auch sehr viel Spaß. Und ja, das ist doch wichtig, ne? Ja. Aber jetzt zu meinen Wii U Let's Plays. Also auf jeden Fall nochmal New Super Mario Bros. U. Dann endet New Super World Luigi U. Dann ist noch, ja, wie gesagt, Super Mario 3D World ist ja drin. Dann, wenn es rauskommt, Mario Kart 8. Also direkt am Release. Obwohl, ich weiß nicht, ob es wirklich am Release-Tag kommt oder ein bisschen später. Aber auf jeden Fall kommt es. In der Release-Zeit, sagen wir mal so. Boah, ich mich auch mega freue, muss ich sagen. Also ich freue mich sehr, sehr auf Mario Kart 8. Von die Trailer, die kamen, sind richtig geil. Was ich ebenfalls noch geplant habe, ist Lego City Undercover. Weil mir das Let's Play damals, als ich es mir vor einem Jahr angeschaut habe, mir sehr gut gefallen hat und ich mir dachte, okay, komm, das könntest du auch mal als Let's Play bringen. Und ich bin mir aber da noch nicht sicher, ob ich wirklich komplett 100% mache oder Story spiele und dann auch ein bisschen weiter, bis je nach Lust und Laune. Also da bin ich auch relativ unschlüssig, weil da bin ich aber, das wird daher abhängig werden, wie sehr ich Lust auf dieses Spiel habe. Wenn ich wirklich zu 100% spielen würde, dann würde ich, glaube ich, ein Jahr Let's Playen, weil ich ja 2 pro Woche raushaue. Also 2 Let's Plays pro Woche. 2 Folgen pro Woche. 2 Let's Plays pro Woche. Dumm laber ich da. 2 Folgen pro Woche natürlich. Also, das wäre so meine Sache, die ich machen würde. Und ich denke mal, also, ihr könnt mal eure Meinung schreiben, was ihr dazu haltet von den ganzen Let's Play-Ideen, die ich machen will. Also, ich denke mal, aus Minecraft 8, denke ich mal, freut sich, denke ich mal, viele, wenn ich das raushauen würde. Das heißt, denke ich mal, vermute ich mal. Dann, ja, Lego City Undercover, ja, habe ich ja gesagt, also das wird daher abhängig gemacht, ob ich wirklich 100% spiele oder nicht. Also das wird eher sein, wie sehr ich Lust auf dieses Spiel habe, weil so richtig Lust und richtig bockig oder richtig überzeugen kann ich das Spiel, wenn du es selbst spielst. Es kann ja nicht sein, dass du nicht nur von Let's Play, oh ja, das Spiel ist so geil oder so, das heißt ja noch lange nichts, ne. Weil jeder hat ja sonst seinen Stil und da muss man es einfach erstmal selber spielen, um Eindruck zu schinden lang oder so. Ja. Genau. Deshalb werde ich es auch Let's Playen. Auch wenn mir mal gesagt wurde oder wo ich mal ein bisschen nachgelesen habe, dass es sehr, sehr aufwendig sein wird. Also von der Gigabyte-Zahl groß, aber das ist mit Super Mario 3D World auch nicht anders, weil ich glaube, die Datei bei Super Mario 3D World ist, ich glaube, 1,3 bis 1,6 GB. Also das höchste war bei mir 1,6. Das ist schon krass viel, muss man sagen. Dauert schon Zeit, muss man sagen. Aber tja, so ist es halt, ne? So, wir fahren mal ganz gechillt Cooper Cup.
Was soll ich sagen? Ja. Das ist halt sehr groß, weil das Let's Play kommt. Das ist ja da so groß, weil ich ja. Das ist ein 1080p hochlade. Das ist, glaube ich, mein erstes Let's Play. Weil ich ein 1080p hochlade, weil sonst sind alle Let's Play 720p. Auch wenn ich theoretisch. Hallo? Bin ich langsam gewesen? Geh mal weg hier, jetzt da an. So. Was wollte ich denn sagen? Alter, nervt mich alle. Ja. Piss dich. Nervst! Nein, Spaß. Ich werde diesmal zu aggressiv. Oh. Ist ja krass. Ja, Bananen können nicht wegschmeißen. Ja. Also was bei mir auf meinem Kanal nicht als Let's Play kommen wird, ist wahrscheinlich Zelda. Also Zelda wird wahrscheinlich nie auf meinen Kanal kommen, außer es wird mich mal irgendwie überzeugen, was bisher nicht mehr. Ich bin kein Zelda-Fan. Ja. Was ich auch noch nicht sicher bin, ist Super Mario Galaxy, weil ich das noch nie gespielt habe und ich auch nicht wirklich kenne. Können wir eure Meinung sagen, was ihr Super Mario Galaxy eigentlich so findet? Ob das cool ist oder so, ob sich das lohnt und weiter. Also, wisst schon, ne? Weil, dann könnte ich mir auch mal anschauen. Und vielleicht auch mal festlegen, keine Ahnung. Also, ich kenne das ja nicht wirklich, kann ich urteilen. Ich habe mir selber mal angeguckt, ob mal mein Kumpel gespielt und das hat mich nicht wirklich überzeugt. Genau wie, Donkey Kong, ja, ich weiß nicht. Also, Donkey Kong Country Returns oder so, fand ich jetzt so schlimm, als ich es beim Kumpel mal gezockt habe, aber ist auch nicht so wirklich meins. Wisst ihr? Also, was mich bisher wirklich überzeugt hat von Nintendo-Spielen, sind die New Super Mario Bros. Teile. Die fand ich super. Super Mario 3D Land, 3D World, Mario Kart. Das hat mich zum Beispiel komplett überzeugt. Das erste Mario-Spiel, was ich wirklich kenne, ist Mario Kart Wii. Obwohl ich damals auch ein SNES besessen habe, aber da nicht mehr ganz sicher bin, was ich da gespielt habe. Also, weil manche Sachen erkenne ich wieder, manche Sachen nicht. Oder nee, warte mal, das war kein SNES, ich glaube, das war ein N64, oder? Also irgendeine alte Nintendo Konsole, eine NES, SNES oder Nintendo 64 hatte ich. Das war so eine blaue Konsole. Bin mir ganz sicher, aber muss schon mal nachgucken, was es immer war. Oder irgendwie im Internet mal nachgucken nach so Modellen. So, und dann kann ich mal sehen, was es immer war. Also, ja. Und da bin ich mir mal so sicher, weil da war ich ja noch verdammt jung und da habe ich, weiß ich noch mal ganz genau, was ich damals so gezockt habe. Aber ich hatte auf jeden Fall Spaß damals. Bis die irgendwann kaputt ging. Tja. Kinder machen halt kaputt, auch wenn es meine Schwester war. Aber nun jetzt. Weil sie dachte, ja. Dreht mir einfach mal um und dann, ja, schön, ist kaputt, ne? Geil. Ich war natürlich sehr traurig, weil. Okay, bin ich spät. Immerhin hatte ich ja noch mein PS1, also so schlimm war es jetzt auch nicht, also so schmerzhaft, sagen wir mal. Und ja, jetzt gucken wir auf die Karte. Gucken wir auf die Karte, Junge. Ja. So. So, und okay. Return, nein, immer auf. Ja. Also mit der Wii U, ich bin total überzeugt, was so mit Möglichkeiten hat, Qualität, Grafik, auch mit dem Gamepad, finde ich eigentlich auch ganz geil, auch wenn ich mir da am meisten skeptisch war, also meiner Meinung nach, wie es ist, weil jeder kann sagen, ist geil, aber es ist einfach so der persönliche Eindruck, weil zum Beispiel manche sagen auch, Xbox ist geil, Controller ist geil, obwohl, den Controller finde ich nicht so schlimm, aber so generell die Konsole finde ich nicht so geil, also auch Xbox One finde ich so geil. PS4 finde ich cool, muss ich sagen. Okay, jetzt kriege ich sowieso keine, weil es gibt keinen, aber... Da bin ich mir auch noch nicht sicher, wann ich die überhaupt hole. Also, holen werde ich mir wahrscheinlich schon. Die Frage ist, wann. Das ist so die große Frage, die ich mir momentan stelle. Wäre auch lustig, wenn ich eine gewinnen würde. Aber da komme ich wohl viel zu viel. Tja, ja. So. Oh, wie viele grüne Panzer ich kriege. Und, oh, schade, ich wollte da gegen rammen. Ich habe eigentlich so gut wie gewonnen, ne? 9 Punkte Vorsprung. Jojo, nächstes letzte Rennen können wir ein bisschen chillen. Wenn ich wüsste und sein. Komm, schönes Finale. Gutes Rennen. Komm, Ringbogen Boulevard.
Okay, Pilzschlucht. Mir hat dann irgendjemand einen Tipp gegeben mit dem Gap Jump, ne? Einen vorletzten Stun und dann den Pilz ziehen, oder wie? Ja, bin ich mir immer ganz sicher. Warte mal, ich will mal stehen. Boah, jetzt machen wir mal. Dann hole ich mir einen Pilz mit. So, jawohl. Haben wir es. Dann probiere ich ihn noch einmal. Mal sehen, ob der klappt. Weil, jetzt können wir mal ein bisschen probieren. Weil probieren geht über studieren. So. Wie man es so schön sagt. Oder auch nicht. Keine Ahnung. So. Dann gehen wir mal links hoch. Jawohl. So. Und. So, hier. Und. Nee, das war komplett falsch. Ich habe keine Ahnung, wie der geht. Ich glaube, an der Mann, an der Mauer irgendwie oder so. Ah, ist jetzt egal. Wenn der nochmal so einen Tipp geben würde, was ich da falsch gemacht habe, schreibt es in die Kommentare. Dann weiß ich, was ich da machen könnte. Wenn ich nächstes Mal irgendwie offline fahren sollte, Pilzschlucht, dann mache ich es nochmal gerne. Kein Problem. Ist ja ein Fun-Let's Play. Da können wir auch ein bisschen Scheiße machen, ne? Was? So. So. Und ich finde es auch irgendwie komisch, voll interessant, ne? Weil Mark hat wieder, machen wir eigentlich so ziemlich eigentlich dasselbe, ne? Fahren, Punkt und so, und dass es immer noch welche Leute noch gibt, die es noch anschauen, finde ich cool. Und ja, Maxi, kannst mir nichts machen. So. So geht das hier, der Skiller. Der Skiller ist ja am Werk. Na toll. Der Power hat mich auseinandergewirbelt. Dann denke ich halt einmal. Ey, rasse dich. So. Natürlich hole ich am letzten Ende das Item, sehr sinnvoll, obwohl ich habe mir immer einen Pilz erwirtschaftet und schon erwirtschafte ich mir den zweiten Platz. So. Wow, wie weit springe ich denn hier? Ich habe einfach mal aus Just for Fun den Pilz benutzt, aber okay. So muss es sein. Also, jetzt wird es ein enges Rennen von mir. So. Ist der Pilz noch da? Nein. Der hat andere Abfahrten. Haha, dachtest du, ne? Tja, da haben wir es geschafft. Sehr gut. Ja, Leute, dann war's wohl mit der kurzen Aufnahmesession. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr gut so kurz seid, aber. Da können wir nichts machen, Wird wahrscheinlich in der nächsten Folge auch wieder ein Offline-GP kommen. Ja. Welches werdet ihr ja noch sehen? Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ja. Habt ihr jetzt so ungefähr meine Planung gehört für die Wii U? Und mein Eindruck, also ich bin überzeugt von der Wii U. Und ich muss sagen, die Investition, die ich getätigt habe für die Wii U, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und für diejenigen, die eine Wii U haben, wie findet ihr die Wii U? Eure Meinung dazu, schreibt es mir in die Kommentare. Und diejenigen, die noch keine Wii U haben, und vielleicht eine Wii U wollen. Warum wollen sie eine Wii U? Was erwarten sie davon? Welche Spiele wollen sie haben und so weiter? Schreibt mal so einen Kommentar, und die auch eine Wii U haben, auch was ihr für Spiele haben wollt. Ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao.